Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. No? Ja, es will einfach nicht raus. Es will einfach nicht raus. Ich hier mit meiner Yoga-Palme. Wir schnüffeln heute durch die Kategorien. Also nicht alle in einem Video. Ich werde das ein bisschen aufsplitten. Wir beginnen heute mit Zitrus und Hölzern. Ich habe mir das jetzt gerade beim Sortieren hier, ich habe mir überall diese Aufkleber drauf gemacht. Also ich muss sagen, es lässt sich so wirklich schöner sortieren. Also man findet eigentlich relativ schnell, wenn sie denn alle so ausschauen würden. Ist bei mir noch nicht der Fall. Steht jetzt am Wochenende noch auf meiner Agenda. Ja. Kaffee. Wir fangen einfach mal an. Und zwar mit dem Bifabulous. Ich hoffe, meine Nase macht mit. Oh ja. Oh, der ist sehr limonig. Ist ein Hauch Süße, aber es riecht auch ein bisschen nach Grapefruit. Ja, wir haben helles Limoncello, ja. Funkelt auf einem spritzigen Hintergrund von rosa Grapefruit und gezuckerten Moschus. Ja, der ist nicht schlecht. Der Tester hat hier wieder ein bisschen einen Vogel. Dann kommen wir zu meinem Überraschungsding, sieht man das nicht? Doch hier. Der Blue Grotto, der ist ja, den habe ich ja auch erst vor, ich glaube, 2 Jahren erst das erste Mal ausprobiert. Der ist auch, der ist sowas, der ist wirklich, der ist auch, ja, also man riecht das Zitrische raus, aber der ist auch richtig süßlich und in der Lampe ist der absolut geil. Der entwickelt sich so geil. Also Blue Grotto ist wirklich mega. Was haben wir? Entfliehen Sie dem Alltag mit frischen tropischen Noten, süßen Zitrus und duftenden Pflanzenextrakten. So, als nächstes kommt der hier, der Coconut Lemongrass. Und diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich an diesem Duft jetzt nicht dran riechen werde. Cremige tropische Kokosnuss und sonniges, fröhliches Zitronengras. Falls ein paar neue dabei sind, ich kann diesen Duft nicht ums Verrecken riechen. Also, es ist wirklich der einzige von diesen knapp 90 Düften, bei dem das so ist, aber bei dem ist das schon immer so. Wenn ich den rieche, das ist der, ich finde den so ekelhaft. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich rieche nicht mal an dem Dufttester, weil es ist wirklich, ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann kommt der nächste, der Hawaiian Hula. Der riecht fruchtig, exotisch. Mit einem Hauch Frische. Ist aber ein ganz angenehmer Duft.
Diese Mischung aus frischer Orange, Ananas und Passionsfrucht lässt an die Tropen erinnern. Ich rieche nicht zu lange dran, weil sonst beame ich mich auf eine Insel. Als nächstes. Das kann man jetzt damit natürlich mit dem Gelben nicht gescheit lesen. Aber ihr könnt mir vertrauen, das ist der Lemon Sorbet. Das ist ja mein. Oh, mein absoluter Lieblingsküchenduft. Also der ist durch und durch Zitrone, durch und durch Grapefruit, aber der ist süß. Der ist so süß. Der riecht so wie die gelben nimmt zwei Bonbons. Die mag ich ja eigentlich nicht. Also da stehe ich mehr auf die Orangen. Aber die riechen so. So riecht der. Ja, genau. Unterschreibe ich eins zu eins. Oh, und der ist so mega. In der Küche ist der Duft echt ein Traum. Ein Traum. Frisch geraspelte Zitronen- und Grapefruitschale versüßt mit Zuckerrohr. Und das ist das wahrscheinlich, warum ich das so, den so mega finde, weil der nicht dieses Säuerliche hat, sondern mehr dann wieder ein bisschen ins mehr ins Süße geht. Aber wie schon gesagt, Beschreibung, nimm zwei Bonbons, der gelbe trifft es ziemlich gut. Und dann mein absoluter Lieblingssommerduft, der Lemon Verbena. Oh ja, der ist, der hat also einen Hau, also der ist wirklich, also der ist auch absolut zitronig, hat aber dann noch so einen minimalen kleinen bitteren Abgang. Aber ich habe den im Sommer immer als Potstar. Und meine Erfahrung ist, dass wenn wir abends, wenn wir grillen, wenn wir draußen sitzen, wenn es warm draußen ist, wenn die ganzen, ihr wisst ja dann beim Essen, die ganzen Viecher und so, ne? Ist das so gut wie gar nicht mehr. Also im Endeffekt, so wie diese Zitronella, Duftkerzen, wo man anzündet und hinstellt, so einen Effekt hat der. Aber das ist meine persönliche Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Muss jeder selber wissen. Bei manchen funktioniert es, bei manchen funktioniert es nicht. Also bei mir hat es jetzt die letzten Jahre einwandfrei funktioniert und ich werde das heuer natürlich wieder tun. Weil ich habe mir schon mal heuer vorgenommen, ich werde definitiv heuer öfter grillen wie letztes Jahr. Also letztes Jahr haben wir echt ein bisschen abgekackt. Also, ja, wir haben nicht oft gegrillt. Also nicht einmal eine Handvoll. Ja, und der ist dann echt mega. Meine Stimme regt mich jetzt langsam ein bisschen auf. Dann haben wir den Oodles of Orange. Der ist ja auch schon ewig im Katalog. Ja, und der ist richtig, also der ist richtig süß. Also ich hätte ihn jetzt eigentlich mehr zu fruchtig reingedingst. Aber das ist ein richtig schöner, süßer, warmer Orangenduft. Wir haben ein süßer Zitrusduft, aufgepeppt durch frische Ananas, knackige Papaya, Mangoblüte und reife Bündel tropischer Beeren. Ach, schau mal an. Naja, Zitrusduft. Naja, Orange ist eigentlich auch Zitrusding, aber ist nicht mal Orange drin? Naja. Okay. Dann als nächstes haben wir den Pineapple Mango. Ja, der ist. Das ist auch wieder so ein Wegträumduft nach Hawaii oder so.
Also man riecht die Mango richtig gut. Und dann kommt danach Ananas. Also und richtig schön süßlich. Oh, ich freue mich, wenn endlich meine Bestellung da ist. Eine leuchtende Mischung aus süßer Ananas, saftiger Mango, abgerundet mit Passionsblume. Dann haben wir noch den Pink Lemon Water. Der hat ein bisschen geschwitzt. Also er riecht süß, aber er riecht ein bisschen rosig. Also so nach süßer Rose. Ich überlege jetzt gerade, hatte ich den schon mal in der Lampe drin? Ich habe keine Ahnung. Kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Wir haben Rosenwasser aufgegossen mit erfrischender Zitrone und einem Löffel Zucker. Also ganz ehrlich, die Zitrone rieche ich gar nicht. Und ja, meine Riechnerven sind noch da. Also ich rieche wirklich süße Rose. Und dann der letzte in der Zitruskategorie, der Sparkling Yellow. Dem aufmerksamen Betrachter beim Durchlesen ich rieche gerade gar nichts. Muss man da wieder ein bisschen, so ein bisschen aufpeppen. Tja, jetzt. Ha. Dem aufmerksamen Betrachter beim Durchlesen dieser Duftbeschreibung ist bestimmt aufgefallen, dass der Sparkling Yellow, der Duft aus der Kollektion von den, nee, die hießen nicht Rainbow. Auf jeden Fall die mit den ganzen Farben. Blue, Red, Green, Yellow. Der hier. Das ist der hier. Und der ist wirklich süße Grapefruit. Was anderes rieche ich nicht. Also ich rieche süße Grapefruit. In leuchtender Limonade blitzen frische Grapefruit- und Ananasaromen auf. Ah, dann bestimmt, wenn sie warm ist. Ja. So, nun kommen wir zu der Kategorie Hölzern, die ja ich auch besonders mag. Muss ich hier mal gucken. Ich habe 1, 2, 3, 4. Nee, der gehört ja nicht dazu. Der. Wie viel haben wir denn? 8. Oh, 8. Ich habe hier nur 6. Ach ja, der gehört noch dazu. Der Set in Sheets gehört noch dazu. Und der Coastal Sunset. Ja, dann sind sie doch zusammen. So. Wir fangen an mit dem Blue Sage und Tonka. Den mochte ich ja echt. Wann ist der rausgekommen? War das letztes? Nee, letztes Jahr? Nee, nicht letztes Jahr. Gott, ich habe hier schon wieder überhaupt keinen Zeitüberblick. Aber ich müsste lügen. Ich glaube, der ist in der Wintersaison ist der mit rausgekommen. Ob das letztes Jahr oder war oder vorletztes Jahr. Und der ist wirklich absolut mega. Der hat so einen ganz leichten Männerparfüm-Touch. Aber nicht zu so krass. Also das ist auch so ein richtig schöner, weicher, hölzerner Duft.
Wir haben drin: Schwelgen Sie in der Tiefe von Mitternachtssalbei und schwarzem Lavendel über der berauschenden Süße der Tonkabohne. Dann haben wir, wird man wahrscheinlich nicht gescheit sehen können, der Bonfire Bitch. Das sind jetzt so die Kategorien, die riechen so richtig entweder nach frisch geduschten Mann oder frisch einparfümierten Mann. Also das ist echt eine Kategorie, da kann man echt schwach werden. Und der jetzt auch, das riecht wirklich so, wie wenn der Mann frisch das Aftershave drauf hat und dann so an dir vorbeiläuft. Und du ihm die Klamotten vom Leib reißen möchtest. Okay, das geht jetzt echt ein bisschen zu weit. Ich darf da gar nicht weiter dran rumschnüffeln. Geröstete über weißem Feuerstein und Sandelholz schwelende Marshmallows harmonieren mit salziger Meeresluft und Meeresgischt. Das ist dieses Sandelholz, was so geil ist. Gott, jetzt haben wir noch die ganze Kategorie hier vor uns. So. Der Coastal Sunset. Den würde ich jetzt nicht so in die Kategorie eindingsen. Also der ist jetzt mehr, also die Kokosnuss ist sehr präsent. Aber es ist ein Hauch von Mann dabei. Was haben wir? Cremige Kokosnuss und Sandelholz bilden die perfekte Basis für Amethyst Amber. So, dann, oh, da gebe ich meinen Aufkleber ab. Als nächstes haben wir den Huckleberry Hideaway. Ah ja, der geht so ein bisschen, so, der ist so. Ja, so ein bisschen ein dunkler, tiefer Duft. Also ich finde ihn jetzt, es war jetzt eine blöde Kombi, aber fruchtig, maskulin. Aber der ist auch richtig gut. Frisch gepflückte Heidelbeeren, Bergveilchen und frische weiße Hölzer bilden den perfekten Rückzugsort. Dann der Satin Sheets. Gott, ich traue mich gar nicht heranregen. Ah! Oh, der ist wirklich, der ist Sandelholz, parfümiertes Sandelholz mit einem Hauch Vanille. Das ist, und der ist in der Lampe wirklich so, so geil. Das ist, also, sage ich euch, ich muss den mal probieren, ob ich den im Schlafzimmer mal reintue. Der ist. Dann haben wir hier den Schakka. Hier das gleiche in Grün, auch wieder Sandelholz, aber das ist mehr so in die erfrischende Richtung. Also ich glaube zu vermuten, es gibt, also ich will mich jetzt echt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, das Axe Alaska Duschgel für Männer. Ja, ich glaube, meiner riecht da ab und zu auch mal so danach. Ja,
Es ist Männerduschgel. Ich liebe ja auch Männerduschgel. Also nicht an mir, sondern ich liebe wirklich einfach diesen Geruch. Das ist, oh, wir führen das jetzt gar nicht weiter aus. Wir haben klassisch cool üppiges Sandelholz mit einem Schuss Bergamotte und Limette. Gott, es sind Gott sei Dank nur noch zwei. Dann haben wir den White Amber and Teak. Ja, der ist auch. Also, wenn man so dran riecht, ist echt so die typische Beschreibung: frisch geduschter Mann. Aber der ist wiederum ein bisschen herber. Ah, ist halt auch absolut geil, ne? Wir haben verführerische Amber und Teakholz flirten mit frischer Bergamotte. Den auch mal fürs Schlafzimmer aufheben. Und zum Schluss den World Traveler. Ja, Kontinenz, Frau Eggmüller, Kontinenz. Also, ich mag das nicht, wenn die so sind. Also der ist wiederum, also für meine Nase geht der wiederum ein bisschen ins Säuerliche. Also herb, säuerlich ist überhaupt nicht mein Fall. Nee. Nee, also von säuerlichen Düften habe ich echt die Schnauze voll. Brombeere, dunkler Granatapfel und Eiche verleiten zu Abenteuern. Ah, könnte natürlich der Granatapfel sein, der den so sauer macht. Ich schaue jetzt gerade mal. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Naja, gut, ich hau jetzt die eine Kategorie noch mit rein, weil das ist nur ein Duft. Weil wenn wir schon hölzig, dann gehen wir jetzt gleich auf würzig. No, geht's jetzt los. Und da haben wir drin den Chinamon Vanilla. Zimt und Vanille, das ist mein Fall. Das ist genau mein Fall. Wobei ich den wirklich. Naja, würzig. Aber ich hätte den doch so ein bisschen mehr in der Kategorie Bäckerei gesehen. Weil das ist wirklich, weil das ist da, also der Zimt ist sehr präsent. Mag ich ja echt richtig voll. Ich wollte schon sagen, ich kann es kaum erwarten, bis mein Christmas Cottage wiederkommt. Nein, nein. Wir genießen jetzt erstmal den Frühling, Sommer, wenn er denn mal kommt. Das heißt ja schon wieder, es soll heute Nacht schon wieder das Schneien anfangen, bis Mittwoch. Ach Gott, ich bin so amused darüber. Ja, der ist Zimt-Vanille und der ist richtig geil. Eine einladende Mischung aus Vanilleschote, Zimt, Kokosnuss und Cassis. Mensch, was ist denn da mit dem einen Aufkleber? Der hält nicht mehr. Warum hältst du nicht? Muss ich dich festkleben? So, das waren jetzt die Kategorien würzig, hölzern und Zitrus. Ich bin jetzt mal am gucken, wie ich das als nächstes mache, weil fruchtig ist relativ viel. Ob ich die dann, wie ich das dann mache, weil fruchtig und blumig und frisch ist gleich noch mal mehr. Da werde ich fruchtig separat machen und blumig und Bäckerei und dann frisch separat. Also die Neuheiten habe ich ja eigentlich schon mal gemacht. Ich werde dann nur noch die
eine Kategorie mit Disney machen, weil da haben wir mittlerweile auch schon 7 Stück im Katalog dieses Jahr. Diese Saison. Dieses Jahr. Diese Saison. Also, ja, ich werde mich jetzt noch ein bisschen durch die hölzerne Kategorie schnüffeln. ja, es ist, man sieht es an meinem Outfit. Ich weiß nicht, es wird irgendwie... Entschuldigung. Also ich sage ja, diese Grippe, die definitiv irgendwo in mir drin steckt, die will wirklich nicht ums Verrecken raus. Und ich bin heute früh auch schon wieder mit Halsschmerzen. Es nervt mich einfach. Und dann war die Nase heute früh so komplett zu, dass das so wehgetan hat. Ich habe mir gedacht, also wenn das jetzt nicht endlich rausgeht. Naja, aber wenn jetzt meine Stimme auch schon anfängt, dann ist es, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit. Püppi, lass bitte meinen Hund gehen. Also, ja. Meine dreifarbige Mörderkatze. Mein Gott, die sitzt... Oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Weil da habe ich immer mehr Angst um den Hund wie um die Katze. Weil die ist... In der Beziehung ist die ein kleines Biest. Echt ein kleines Biest. Kleines Miststück. ja, ich hoffe, dass ich meine Geruchsnerven nicht verliere, weil das ist wirklich, ich habe das ja, glaube ich, letztes Jahr schon mal gehabt und es gibt nichts Schlimmeres für eine Sensi-Beraterin. Die Geruchsnerven, auch wenn es nur vorübergehend ist, nicht zu haben, denn es dreht sich ja alles nur um Duft. Also deswegen, ich bin auf der einen Seite froh, dass ich mittlerweile schon auch die ganzen Neuheiten gerochen habe. Also sollte das jetzt wirklich der Fall sein. Ja, aber ich werde auch natürlich, wenn ich meine Geruchsnerven verlieren sollte, gibt es natürlich sonntags kein Video. Denn, nee, ich sehe es dann auch nicht ein, meine Duftlampen anzumachen. Also ich mache die dann vielleicht an, aber ohne Licht. Ohne Duft. Aber es wird definitiv kein Duft drin sein, weil ich kann ihn ja nicht riechen. Und ich bin dann so ein Mensch, wenn ich keinen Duft riechen kann, dürfen die anderen hier im Haus auch nicht riechen. So, Punkt, aus. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Ich freue mich immer riesig. So, jetzt gehe ich nochmal meine Haare ein bisschen anpassen. Und ja, dann verpacke ich noch Bestellungen, die bei mir eingetrudelt sind. Und eine Bestellung fahre ich dann noch aus, bevor ich in die Arbeit gehe. Ja, und dann gehe ich arbeiten und dann ist der Tag auch schon wieder rum. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Freitag und hoch die Hände, Wochenende! Also zumindest in ein paar Stunden für mich. Ja, und wir sehen uns. Macht's gut!